So, hello, hello. Okay. Aber wir gucken uns den Brief dann auch mal an. Aber irgendwie komme ich, glaube ich, nicht auf. Das war nämlich der Brief, um den es, glaube ich, geht. Sehr ehrlich, dass ich so einfach und still hier einbrechen konnte, hätte sonst niemand gedacht. Was passiert hier wohl? Vielleicht erfährst du es etwas später. Dann hier mit der Salami. Salami-Bandit, unästhetisch komisch. Bibi, dankeschön. Dankeschön. Okay, die Nachricht. Sophie. Sophie sind wir schon mal richtig. Sophie ist die Giraffe und das ist das Geburtstagsdickgedöns für die Giraffe. Also Sophie auf jeden Fall hat eine alberne Nachricht, einen albernen Brief erhalten statt Nachricht vielleicht, der eine gruselige Nachricht. Nicht dein Ernst. Sophie was receiving threats. Sie hat einen Brief erhalten, der eine gruselige Nachricht enthielt. Oh mein Gott. Ja, okay. Ja. Ist okay. Mein Gott. I needed to find out why. The mystery of the Salami Bandit was slowly getting unraveled. Ja, wie kriegen es raus? Western goods are prohibited from entering and being sold in the East. This is why the Salami Bandit decided to make a business out of buying high-grade salami in the West, smuggling it to the East. And selling it at a high profit. Echt. Also, for some reason, Sophie received a letter from the Salami Bandit that had a hidden, threatening message. This was serious. I had to question all of the employees. Thanks for coming, everyone. Well, everyone except for Sophie. True. Who's she then? Where is she? Slacking off, playing on her computer phone like usual. She's having problems with her family. Mm-hmm. She was at her desk and said she needed a moment. Okay. I will start then regardless. I have made my deductions and drawn some serious conclusions. Oh, finally! Is Freddy getting fired then? Ihr mal mit eurem Freddy. Der hat, glaube ich, gar nichts gemacht. Who is the murderer? Was für ein Mörder? I... What? No one died. Ja, richtig. I'm getting framed, I'm telling you! What a load of baloney. He... is right, actually. He is getting framed. What? Why would anyone bother? Ah, that is the question, isn't it? Why would anyone bother? True? Get to the point. It's through my observations that I uncovered a conspiracy. Eine Verschwörung. Holt die Aluhüte raus, Leute. This is ridiculous. Why are we still listening to a random duck that waddled into this office? I'm leaving. Okay. Denn du watschelst übrigens auch, ja? I'm a certified private investigator and... It's okay. Just tell us what you know. Salami is being smuggled from Salsiccia
Using your very own buses. Ja. Und deswegen sind die Busse wahrscheinlich auch immer zu spät. Oh. Huh? What's going on? Die Musik ist cool. Okay, this is going too far. I really have more important things to do. Mhm. Now that is really scandalous. Does that mean we're losing our jobs? Maybe. Yeah, maybe. Oh Gott. Oh Gott, was haben wir getan? Listen, everybody. It's really important that no one leaves the premises. I need to get back to work. Mhm. Oh, everybody's leaving? Ja, anscheinend. Grandios. Oh, no. I'm still here, Mr. Duck Detective. Toll, danke. Yeah. Danke für deine Unterstützung. Ach Mann. Oh, warte mal, hier ist das Telefon. KTS and a band, okay. Ah, KTS Enjoyer, mhm. Wütend schreit. Almost dead. Sind deine Eltern immer noch wütend auf dich? Unsinnig, okay. Ich glaube, das soll einfach nur ein Ja heißen. Hm. Oder? Wobei. Was haben wir? 15.10 Uhr. War ja vor kurzem erst. Why would she write like this? Ja, richtig. Das passiert mir nur, wenn ich. Also wenn mein Handy entsperrt ist und ich blöd auf der Tastatur irgendwie komme oder so. Dann passiert mir sowas. Weird, ja. Someone forgot their phone. Hm. Ich läuft hier ganz panisch umher. Okay, fragen wir mal hier ein bisschen rum. Why would Laura recruit you to deal with a theft? Aren't there any other detectives who are actually qualified for the job? Beauftragt. I've been doing very well so far, if I do say so myself. Ich würde das auch sagen, dass wir uns sehr gut schlagen. The truth will be revealed in the end. Der soll mal nicht so sein. Hier ist niemand. Können wir das da jetzt öffnen? Weil da waren ja Scharniere dran. Manfred ist aus seinem Office. Gemälde bewegen. Time to see what's behind his precious family portrait. Yeah. Salamis. Oh shit. Cardi B B B F. Oh shit. Cardi ist der Kundendienst. Ist denn je nachdem BB Busfahrer? Nee, BF ist ein Busfahrer. KD-Kundin sind zwei Leute. BB ist dieses na Freddy. Und ein Busfahrer auch eins. Schade. Nee, wie viele Busfahrer waren es? Vier waren es eigentlich, ne? Ja, okay. Also sowas kriege ich dann wieder hin, aber den Unterschied zwischen Nachricht und Brief, den kriege ich nicht hin. Erst beim 20. Mal lesen. Okay.
Ja, das, weißt du, sowas merke ich mir. Es waren halt zwei Leute im Kundendienst. Einer ist für das Bürogedöns da zuständig. Das ist Freddy gewesen. Und es gab vier Busfahrer. Oh, I always wanted to open a ridiculously big safe. Das waren die Abkürzungen, die da unten standen, deswegen. Weil die Abkürzung haben wir sogar schon mal gesehen gehabt. Mhm. Schlüsselbund. Schlüssel zum Serverraum nehme ich mit, wenn ich darf. Das wäre toll. Zwei Briefe, unterschiedliche Handschriften. True. Ruhe bewahren, Angst vor dem Ausplaudern. Okay, wir lesen erstmal. Liebe Ingrid, ich weiß, dass ich in letzter Zeit nicht für dich und die Kinder da war. Aber nun wird es besser. Ich würde dich gerne zu einem romantischen Ausflug nach Hollandaise mitnehmen. In Liebe, Manfred. Und dann... Passt. Änderung zum Mitarbeiter des Monats. Fernseher in meinem Zimmer. Schweig über die Sache. Tu all diese Dinge und dir wird nichts passieren. Erpressung, Feind, ja. Awful lot of security for a branch manager of a bus company. Wait, this keychain. Ja, die nehmen wir mit. Here it is. Serverraum. The key for the server room. Yes, endlich. Ich komme endlich in den Serverraum. Können wir das hier wieder zumachen, damit es aussieht, dass wir nicht hier gewesen wären? Nein, tun wir nicht. Wir laufen einfach. Okay, wir gehen einfach wieder. Okay, gut. Ja. Ich habe da nichts drin gemacht. Du warst das. Mhm. Können wir mit ihr noch mal reden? Oh, who would hire me at this age? Oh no. Oh, maybe I can be a real estate agent. I always wanted to be a rich real estate agent. Okay. Sie ist aber sehr nervös. Knack, knack. Hallöchen, Dave. Was ist denn hier los? Also, die Blumen habe ich aber nicht umgeschmissen, das Plüschi. Ich war das nicht. Ich bin nur für den Müll da hinten verantwortlich. She left? Just like this? Maybe she's at home. Should I look for her? Mhm. Sophie left. Gegangen oder entführt? Weil hier alles so chaotisch ist. And she left a note on the desk. Mhm. Let's see. The last dialed number on this phone is 03051777. Das ist Brezel. Das ist die Telefonnummer, die da bei Brezel Zoll stand. Oder? Müsste. Unbekannte Nummer. Mehr, ich werde Ihnen alles erzählen. Tu's nicht. Du hast die Nummer blockiert. Klick hier, um die Blockierung aufzuheben. Mhm. Streit. Tag 3 mit Pfannkuchen. Oh, geil. Ich hätte jetzt auch gerne Pfannkuchen. Komm so rüber. Bringst du mir welche? Es wollen noch mindestens 3 weitere. Krass. Wieder, weil ich erwarte, dass meine Kollegen an meinen Geburtstag denken. Ich, 20F, habe heute Geburtstag und niemand hat mir gratuliert. Doch, wir haben. Haben wir. Ich brauche nicht viel, aber wenigstens eine handgeschriebene Karte wäre schön gewesen. Hohe Erwartungen.
Also blockiert. Keine Kommunikation. I can't believe she complained about this online. Hm. Ah. Geh mal hier aus dem Weg. Was ist hier? Das war's. Ich kündige. Ihr seht mich nie wieder. Sophie. Na gut. Job kündigen. Plötzliche Neuigkeiten. Niemals dramatisch. Mhm. What a dramatic turn. I should keep this as evidence. Ja. Stecken das mal ein. Auch wenn es noch da liegt, aber es ist in meiner Tasche. Sophie's parents are awful, you know. I wonder if that's what made her run away. Oh, wir können dich jetzt aber wegen der Kündigung befragen. This is the note Sophie left. It doesn't make sense at all that she just suddenly leave. She definitely needs the money. Mhm. And she would have told me. Mhm. Bist du dir sicher? Ich weiß nicht, ob du denn irgendwo eine Obsession entwickelt hast, meine gute Laura. Weil Sophie war ja so, ja, die ist ganz nett, so. Und sie ist sehr, sehr in Tugend, keine Ahnung. Dich können wir auch noch mal fragen. Did you read Sophie's letter? I did. Something's off. Musik ist gerade wieder sehr laut. Aber gut. Let's see. The last dialed number on this. Genau, das müsste, wie gesagt, das müsste die Nummer vom Zollgeding sein. Von Zoll aus Brezel oder irgendwie sowas. Let's see what's hidden in here. Nummer müsste ich mir noch mal. What are you doing? Muss ich nochmal nachschauen an dem draußen im Plakat, ob das wirklich die Nummer war, aber ich glaube schon, die hat auch mit 030 angefangen. Secret detective business. Ja, definitiv. Geheime Detective-Sachen. The electrical sparks and blinking lights created a claustrophobic atmosphere. Ich finde schön, dass wir jetzt im Serverraum sind und alles kaputt machen können. Finde ich super. I definitely felt that I wasn't supposed to be here. So. So, können wir uns da mit dem Hintern draufsetzen? Gesicht rein oder irgendwie so? What's he keeping in all these boxes? Kiste gefunden. Hm. I don't think it's meant to do this. Doch, zieh mal Kabel raus. Zieh mal dran. Beiß mal rein. Nom. Nicht? Oh, hier ist das mit dem Fernseher. Da hat doch jemand, bei dem Chef doch geschrieben gehabt, ich bin Fernseher oder sowas. Und du wirst nicht darüber sprechen. Und da ist auch der Alien-Roman wieder. Mehrmals. Warte. Oh, das wollte ich nicht. No, das wollte ich nicht. Easy. Okay. Na gut. Verkaufsliste, Gutschein. 100 Schmarkgutschein. Neuer ungenutzter 100 Schmarkgutschein jetzt für 80 Schmark zu verkaufen. Mhm. Oh, es geht immer so weiter. Oh. Kamera, Busüberwachung. Kamera 03, Wiedergabe 1445. Lisa.
Unerfahren mit Computern. Wie easy. Verkaufsverlauf löschen. Papa, das ist nicht Google. Mhm. Ihr habt da so eine Idee, wer da sein könnte. Was sind das da? Odyssey Island und Kraken Academy? Ich glaube, das sind die Spiele von den Entwicklern, die auch das Spiel hier gemacht haben. Ich glaube, das sind die anderen Spiele. Ich erinnere mich zumindest an Kraken Academy, das sagt mir irgendwas. Odyssey Island auch. Ich glaube, das waren die Spiele, die der Entwickler von dem Spiel heuer auch noch gemacht hat. What's up with these Bearbus vouchers on Easy? Naja, da wird Kohle mitgemacht. Money, money. Das bin ich? Oh, mir geht's auch nicht mehr so gut, ne? Augenringe, besorgt. Eieiei. Ich habe auch schon mal bessere Tage hinter mir gehabt, ne? Ein Brotkrumm. Ach, Scham. Ha. Ja gut, wir waren ja auch mit Brot im Bett, ne? Also. Ach nö, unser Hut ist auch noch kaputt. Ha. Has that been there the whole day? Anscheinend. Ach, ja, wir sind echt eine arme Ente. Honestly, this is nicer than my apartment. Hm. Sind da zufällig Salamis drin? Hallo? Honk. Jonk. Hier rum. Jetzt mal rumschreien hier drin. Oh, Entschuldigung. Was haben wir denn hier? Die Rezeptionisten. Also, das war Sophie. Wurde entführt? Weil... Ausplaudern? Weil Sophie ist ja weg. Right? Das war Sophie. Weil irgendjemand ausplaudern wollte. Wer wollte denn plaudern? Weil Margaret quatscht halt die ganze Zeit, deswegen. Vielleicht wurde sie auch nicht entführt. Sie hätte geschrieben, sie hat gekündigt, aber. Boris, maybe? Boris ausplaudern wollte, weil Laura? Nee. Ach, Mann. Geht halt noch ein Hinweis. Ja, aber hier die ganzen Bücher mit den Aliens, das ist immer ein und dasselbe Buch. Das ist halt auf jeden Fall das Hausmeistergedöns hier. Schon mit dem Fernseher auch. Weil hat der Hausmeister mitbekommen, dass die Salamis geschmuggelt werden und deswegen die Bedrohungen. Dann müsste es aber Rufus sein. Rufus ausplanen wollte. Nee. Weinen wollte. Nee, irgendwie auch nicht. Nicht so ganz. What are you doing in there? Nichts.
Mist. Snooping around, are we? Nein, hab doch nicht. Also ich würde doch nicht. Ich bin nur ein normaler Interich hier, ja? That room is strictly off limits. I even put up posters. Was? Poster? Ich kann nicht lesen. Tut mir leid. This is for important detective work. Huh? Erstmal rummeckern. Sophie left. And she left a note on the... Ja, das hatten wir schon. Geh mal weiter. Warte. Hier, der Computer ist auch neu. Guck mal da, Blue Sky, Leute. Da, @duckdetective.bluesky. Nice. Ich bin übrigens auch auf Blue Sky. Deutlich aktiver als auf Twitter oder sonstiges. Falls ihr habt, ne, und so. Da kann man auch übrigens die Sachen auch sehen, ohne dass man einen Account hat. Also ihr müsst euch dann nicht mal anmelden. Ach. Wirft dem Schnabel der Gerechtigkeit Brot zu. Okay, Stalking, ja. So, nach einem Job, mache fast alles. Kauf mir ein Buch. Liefroman, Mord. Mord am Biberdamm. Als der Damm brach, verlor Biber Bichel seinen Verstand. Oh. Irgendwie ist ein Thriller. Im Warenkorb. Was ist das hier? Entführung. Kidnapping und Kingpin. Entführe niemals einen Königspinguin, Kingpin, an seinen Geburtstag. Jemanden entführen an seinem Geburtstag. Someone is clearly obsessed with detectives. Mhm. Das auf jeden Fall, ja. Gehen wir noch mal raus. Aha, guck mal, wer da steht. Hier, wollen wir, hier unten ist die Telefonnummer nämlich irgendwo gewesen, oder? Wenn sie unter zweiten... Nee, hier. Benachrichtigen Sie die örtliche Polizei über verdächtige Aktivitäten. Das war die Polizei, nicht der Zoll. I'm sorry. Das war die Polizei. Und das ist auch die Nummer, die da auf dem Handy war, die letztgewählte. Ja. Have you seen Sophie's resignation? No. I can't say it comes as a surprise. Hmm. She never particularly enjoyed her job. It's difficult finding replacements nowadays, though. Mm-hmm. It's not really a detective's job to spin crazy conspiracy theories, is it? Sometimes the truth is pretty crazy. Das stimmt. Seems a bit cheap. In allgemein ein bisschen billig. Hier aber auch sonst nichts. Wird immer noch ein Hinweis. Weil... Hier ausplaudern wollte. Nee, irgendjemand wollte plaudern. Weil... Manfred ausplaudern? Mist, auch nicht. Die hat auf jeden Fall die Polizei gerufen. Können wir eigentlich noch mal nach vorne raus? I can't leave now. I need to solve the case. Ja, aber weil da drinnen war, da draußen war ja noch jemand, der
Let's see. The last dialed number on this phone. Das ist auf jeden Fall die Polizei gewesen. Okay. Sophie wurde entführt, weil einfach ganz, ganz stumpf Sophie ausplaudern wollte. Okay. Sophie got kidnapped. Ist einfach beides mal Sophie. Halt. Okay. Okay. Über das, der. Oh, hier fehlen aber auch ein paar Wörter, ne? Damit er über das, der. Durch. Gutscheine, durch. Durch. Rufus. Verrät, was. Illegal ist. Blablabla ist die Person, die mein Freund Kuchen lieber Mittagessen Salamis Busse zur Verfügung stellt. Freddy ist die Person, die dem Salami-Banditen Busse zur Verfügung stellt. Über das. Das mit den Gutscheinen ist was anderes. Das sind doch die Salamis hier, ne? Hat Sophie entführt, damit sie nichts über das Importieren der Salamis durch. Rufus macht ja nur die Gutscheine. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat. Also er macht halt Geld mit den Gutscheinen. Ist durch Freddy. Durch Freddy verrät, was illegal ist. Nee, Freddy ist die Person, die den Leuten die Büsse zur Verfügung stellt. Wer hat das jetzt, Freddy? Freddy hat Sophie entführt. Nee, drei oder mehr Dinge sind falsch. Boah. Mist. Quack, quack, quack. Hallöchen, Flauschi Fox. Hallo, hallo. Bei der wurde ja was. Wurde er ja nur ausgenutzt? Er ist auch komisch. Schlaflos engagiert. Nichts über das Importieren. Los durch. Manfred? Ich habe nicht genug Hinweise, glaube ich, dafür. Und Hallöchen, Hamori. Hallo, hallo. Sophie's parents are off. I wonder if that's what made her run away. Das war's. Ich kündige. Seht mich nie wieder.
Mann, dass ich da nicht hinter dir durchlaufen kann. Eine unbekannte Nummer. Ich werde ihnen alles erzählen. Ich wusste nicht, unbekannte Nummer. Nummer blockiert. Können wir die Blockierung aufheben, damit ich sehen kann? Mist. Also Rufus dealt hier auf jeden Fall mit den Gutscheinen. Das hier ist Rufus sein Gedöns. Und Laura ist, glaube ich, seine Tochter? Wie easy Verkaufsverlauf löschen. Und dann hier Papa. Das ist nicht Google. Heute. Ne? 14:34. Schmargutscheine, genau. Und er verkauft quasi 100 Schmargutscheine für den Bus für 80. Und macht damit halt die ganze Zeit immer 20 Gewinn. Das ist ja, ne? Macht er ja hier öfter. Ja, das bin einfach nur ich. Ich weiß nicht, ob wir das Unterste schon lösen können. Oder fehlen ja theoretisch noch Sachen. Oh, Entschuldigung. Hab gekackert. Genau, hier hatten wir die Abkürzungen von vorhin noch schon mal. Das hat sie mit Sophie geschrieben. Ist das ein Ernst? Ja. Laura beschwerte sich. Ich lösche alles. Was? Komplize. Stimmt, warte mal. Die Gutscheine. Muss Rufus ja irgendwo her haben, nämlich aus dem Kundensupport. Guck mal hier. Wir haben was Gutscheine für Kundendienstmitarbeiter. Und der Urlaub wird dann durch das Geld Warte mal. Sophie hat Sophie entführt. Nein, Rufus hat Sophie entführt. Damit sie nichts über das Importieren der Salamis durch was verrät, was illegal ist. Und Margaret ist die Person, die Rufus die Gutscheine zur Verfügung stellt. Aber wer hat Sophie jetzt entführt? Da steht immer noch, drei oder mehr sind falsch. Mist. Darum die Bücher? Nee, ne? Über das auf
Kühlschrank stocken, verkaufen. Der Bücher. Ich habe halt nur 24 von 28. Da könnten halt Sachen fehlen, die ich hier brauche, ne? So 54. Nee, das war schon richtig. Rufus hat Sophie entführt. Damit sie nichts über das... ich weiß nicht. Der Gutscheine. Damit sie nichts über das Verkaufen der Gutscheine durch Rufus verrät, was illegal ist. Mann, ich dachte, wir wären schon längst durch. Mit dem Spiel. Die Salami-Banditen? Nee. Das ist schon richtig. Oder ist... Nee, dann wird's wieder mehr. Ach, Mann.